Am Freitag bringt eine Wetterfront mit Schauern und Gewittern von West nach Ost eine kurze Abkühlung. Vor allem im Süden kann es nachmittags auch heftig krachen. Während es in der Nordwesthälfte mit 20 bis 25 Grad deutlich angenehmer wird, sind im Süden und Osten bis zu 32 Grad möglich. Am Samstag entwickeln sich im Süden nach teils freundlichem Start in den Tag einige Schauer und Gewitter. In den anderen Regionen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nach Norden hin ist es sogar meist sonnig. Es wird wieder sommerlich warm mit 23 bis 27 Grad. Im Südwesten sind auch knapp 30 Grad drin. Der Sonntag bringt an den Alpen noch einzelne Wärmegewitter, sonst gibt es viel Sonnenschein. Im Nordwesten ziehen später mehr Wolken auf. In der Mitte und im Süden wird es sehr warm mit Höchstwerten um 30 Grad. Im Norden ist es etwas angenehmer. Auch die neue Woche beginnt meist freundlich und warm. Im Norden ziehen jedoch auch mal dichtere Wolken mit Schauern durch.